Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Letzte Runde haben wir ein bisschen aufgeräumt, also wir waren im Bereich, wo wir schon überall waren. Und jetzt werden wir ja Dr. Underhill in der zentralen Forschung suchen. Wir können dafür, ich würde das ehrlich gesagt per Schnellreise machen, weil das immer so, ja, es spawnen halt wieder alle, das ist ein bisschen nervig, aber ja, so geht's auch. So, wir sind hier richtig, ne? Zerstöre die Zischerknoten. Wo müssen wir hin? Ah. Hallo. Uiuiui. Die ist schon richtig cool. Und da können wir ja einen zu uns rüberholen. Oh, sorry. Oh Mann, jetzt habe ich meinen auch gekillt. War's das? Ja, das war's. Warte mal, ich mach mal kurz meine Lautsprecher ein bisschen lauter. Ja. So. Da geht's zum Klo und da geht's zum Klo, aber da ist nichts drin. Stimmt, da waren wir ja schon. Warte, ich mach mal auch gleich mein Fenster zu. Da ist ein Eichhörnchen vor meinem Fenster und es knabbert die ganze Zeit an einer Nuss und ich weiß nicht, ob man es hört. Jo, ich komme, ich bin da. So, jetzt sind wir hier. Oh Gott, ich warte, wo müssen wir hin? Wir müssen zur zentralen Forschung. Dahin. Waren wir nicht in der... Das ist Parapsychologie, bla. Ich würde sagen... Bam. Bam, 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 bam. Will jemand eine Couch? Ich hab eine Couch. Couch? Nicht? Die ist noch voll in Ordnung. Und die ist echt lecker. Hä? Die ist lecker? Ja, jetzt kommen die. Jetzt gibt's nur noch Stühle. Jetzt gibt's nur noch Stühle. Und da brauchst du gar nicht so zickig zu sein, weil die Couch ist halt jetzt schon weg. Ey, schau nicht so. So, hier gibt's noch was. Hey! Ausverkauf! Okay, Fernkampf ist das auf jeden Fall nicht. So, da. Ja, ich hab's gesehen. Alter, jetzt. Jetzt kommen sie, ne? Jetzt wollen sie alle Stühle. Also, jetzt gibt's keine Stühle mehr, sondern nur noch sowas. Oh. Bam. Entschuldigung. Ah, da noch jemand? Ah.
noch jemand? Ah! Willst du auch einen Stuhl? Oh, ich dachte, das wäre jetzt der letzte. Gut, hey. Diese Maus. Zu meiner Verteidigung, es ist nicht meine Maus. Was ist das jetzt? Ah, wir brauchen einen neuen Mülleimer und Hausmeister und sowas. Echt jetzt? Wie viele wollen denn da noch kommen? Hatte ich überrascht sie jetzt mal von hinten. Oh, ich dachte, hier gibt es einen Durchgang. Okay. Oh. Ah, das war voll richtig rum. Hi. Alter. Was soll denn das? Wieso gibt's... Immer noch nicht fertig. Also das ist bei nicht so das bei gibt es ja überall in Kameras. Ja, okay, dann lass ich's. Das bei Gebieten, wo man alles schon gereinigt hat, sag ich mal, so viele noch spawnen, finde ich ein bisschen übertrieben. Dann glänzt es. Ja. So, Zusammenfassung. Grenzbereiche waren schon immer Katalysatoren für große Inspiration. Wow. Für große Inspiration und Herausforderung. Wenn sich durch ein neuer Grenzbereich im ältesten Haus manifestiert, können wir nie mit Gewissenheit sagen, welche neue Entdeckung er für die Behörde bereithält. Müssen diese Gelegenheit jedoch immer wahrnehmen. Dieser Bericht untersucht den Unterscheidungsprozess neuer Grenzbereichseigenschaften gemäß ihrer Nützlichkeitspotenzials. Der Steinbruch hat uns... uns den Schwarzsteine beschert, eine unserer wertvollsten Entdeckungen. Doch wenn der Fungus einen wissenschaftlichen Nutzen hat, ist es schwer auszumachen, da wir die wuchernden Pflanzen nur mit Mühe bekämpfen können. Diese beiden Vorfälle unterscheiden sich deutlich und ein Vergleich könnte sich lohnen, da ihr Studium völlig unterschiedliche Gefahren und Nutzen birgt. Jojo. Die Musik ist immer noch da. Wo geht's denn dahin? Hallo. Ich will da hoch. Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Ach komm. Du musst dich ja nur ein bisschen anstrengen. Warte. Vielleicht. Ach komm, einfach festhalten. Wahrscheinlich kann ich das ja erst später, wenn ich schweben kann. Muss ich? Wo geht's denn da hin?
Ja, okay. Ich weiß nicht, ob wir hier unten was finden. Aber das ist hier so aufgebaut, als könnte man hier wirklich runterjumpen. Ah, F, genau. So, aufschlussreiches Muster. Oh, was ist hier denn los? Wie die Musik halt immer noch geht, ne? Ich hoffe, die Jessie ist immun gegen diese Schimmelpilzsporen. Naja, wenigstens ist ein Bild von uns hier. Oh Gott, wie widerlich das aussieht. Ich weiß gerade echt nicht, ob wir hier richtig sind. Aber es hieß doch, dass die Underhill Pilze erforscht, oder? Dann könnten wir hier sogar zufällig richtig sein. Ja. Cool. Das wusste ich natürlich. So. Warte mal. Wir könnten auch mal was ganz Verrücktes machen. Nee, das können wir. Warte, nee. Warte. Nee, da brauchen wir einen Punkt. Ein Säuberungspunkt. Okay, ich bin bereit. Sieht aus, als wären die freundlich. Was machen die hier unten? Okay. Seien Sie vorsichtig, Ma'am. Der Bereich ist unter Quarantäne. Ich würde da nicht reingehen, ohne zuerst mit Underhill zu sprechen. Selbst dann würde ich da nicht reingehen. Mit Underhill? Ah, ist die hier drin? Ah, super. Hallo? Haben Sie sich verlaufen? Nein. Oh Gott. Ist sie das? Da ist eine Gabel drin. Ja, erstmal abduschen. Ich will mich abduschen. Bitte. Bitte. Nachfrage. Nee, warte, das ist es nicht. Nachfrage hier. Hallo, Raya. Wie ist die Lage da unten? Hast du Spaß mit dem Fungus? Gewöhnst du dich langsam wieder an das gute alte FBC-Leben? Ich wollte dich auch fragen, wie das Kaffeetrinken mit Emily verlief. Ihr Stern ist im Aufstieg. Emily. Kennen wir die? Ich glaube nicht. Sie ist unglaublich gescheit und extrem intuitiv. Aber ich wollte deine Meinung über sie hören. Ich glaube, ihr zwei könntet sehr gut gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Könntet voneinander lernen. Lass uns treffen. Okay. Lass uns treffen und bald darüber sprechen. Wie dem auch sei, entschuldige die Unterbrechung. Ich bin sicher, dass du im Moment an nichts anderes als an den Fungus denken kannst. Du warst schon immer eine sehr fokussierte Frau. Ich habe das immer an dir bewundert. Wir sprechen bald, Kaspar. Ja, da geht's dann wieder raus. Und hier gibt's noch was zum Readen. Das ist falsch, das war's.
Nützlichkeit vom Grenzbereichen. Dr. Darlins frisch verfasste Abhandlung mit dem Titel enthält ein paar eklatante Auslassungen, die ich beleuchten möchte. Zunächst mal ist die gesamte Prämisse der Abhandlung, dass der Steinbruch-Grenzbereich ein Vorteil für die Behörde ist, während der Fungus aktiv feindlich gesinnt ist, so seine eigenen Worte. Wir können den Wert dieser Dimension und ihrer Lebensform nicht in Definition der Behörde bestimmen. Zweitens ist der Fungus viel nützlicher als irgendeine Art von Stein. Falls die den Fungus erzeugen, in ihren Zweck neu konfiguriert werden würden, könnte die von ihren gebildeten Strukturen die größte Wolkenkratzer Konkurrenz machen. Den größten Wolkenkratzer Konkurrenz machen. Entschuldigung, es ist schon spät. Die Resistenz des Fungus geht gegen eine Reihe von Krankheitsstämmen, die wir einzuführen versuchten, können in Mamama abgeleitet werden. Ja, die Anwendung ist zugegebenermaßen schwierig, als einen Stein abzuheben und ihn an die Wand zu kleben. Aber ich frage mich, wann die Behörde ihr Verlangen nach einer Herausforderung verloren hat. Okay. BA Alpha hoch 6 Li. Nice. Gibt's hier sonst was? Nee, dann sprechen wir mal mit ihr. Kommen Sie öfter ungebeten ins Arbeitszimmer fremder Leute? Hey, ich bin da offensichtlich nicht, mit wem Sie redet. Schon, gell? Sollten Sie nicht im Schutzraum sein? Warum? Wegen dem Zischen, von dem die Ranger reden? Haben Sie das noch immer nicht im Griff? Die Situation hier unten ist für die Behörde eine ernste Bedrohung. Ach, das ist nicht. In diesen Fungus? Korrekt. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich brauche Proben verschiedener Fungusarten. Und mit dem Fungus hier ist es viel zu gefährlich, als dass ich sie selbst besorgen könnte. Wirklich? Fungusproben? Ich dachte, es sei eine echte Bedrohung. Das ist es auch. Der Fungus breitet sich aus. Wir müssen die Quelle finden, bevor er sich zu sehr ausbreitet. Und mit diesen Proben geht das? Nein. Aber mit der richtigen Kombination aus 5 bestimmten Fungustypen können Sie tiefer in die Grube eindringen. Dorthin, wo ich die ungefähre Lage der Fungusquelle ausgemacht habe. Okay. Und wie sehen diese Proben aus? Wie die auf dem Tisch dort. Ich habe eine Liste der Proben, die ich brauche. Hier. Sie finden sie im ganzen Grenzbereich. Ich sehe mich mal um. Ich bin übrigens Jessie. Schön für Sie. Schön für Sie? Was ist das denn? Forschung der Behörde. Arbeiten Sie schon lange für das FPC? Nicht lange genug, um seine dämliche Methodologie zu begreifen. Ich soll das Fungusproblem lösen. Aber wie soll man etwas lösen, wenn die grundlegende molekulare Struktur dieses Pilzes ein Rätsel ist? Oh, tut mir leid. Fragen Sie mich? Eine rhetorische. Die Behörde will kontrollieren, nicht begreifen. Aber um Ihnen zu antworten, als erfahrene Grenzbereichforscherin wurde ich temporär hier eingesetzt, um diese Angelegenheit zu klären. Mehr hätte sie nicht sagen müssen. Was haben Sie über den Fungus gelernt? Erstens ist der Begriff Fungus eine übermäßige Vereinfachung, ausschließlich zur besseren Kommunikation. Tatsächlich scheint der Fungus ein Produkt komplexer Mikroorganismen. Sie spinnen den Fungus, bauen Strukturen wie winzige Städte und kolonisieren flink unsere Dimension. Und das Tempo dieser Mini-Ingenieure im Vergleich zu ihrer Größe? Einfach atemberaubend. Also wächst er schnell. Warum fragen Sie überhaupt, wenn Sie nicht zuhören? Entschuldigung. Und der Fungus kommt woher genau? Wir haben keinen Namen für diese Grenzbereichdimension. Wir kennen den Ursprung, aber aufgrund der Dichte des Fungus können wir da nicht rein. Und selbst wenn,
glaube ich, dass die Realität dort vollständig vom Fungus überwuchert ist. Komplette Zersetzung. Abartig, wie enthusiastisch sie ist, oder? Hm. Das Zischen. Was wissen Sie über das Zischen? Wie soll ich irgendwas über eine Daseinsform wissen, von der ich eben erst erfahren habe? Genau das ist das Problem der Behörde. Meine Arbeit wird immer wieder von diesen überflüssigen Angelegenheiten unterbrochen. Beruhigen Sie sich. Solange Ihr Haar faul ist, haben Sie nichts zu befürchten. Dieses simple Ding? Ich dachte, das wäre Darlings Version eines späten April-Scherzes. Nicht ganz. Bleiben Sie in Deckung, während ich mich um das Zischen kümmere. Ich muss weiter. Verbreiten Sie bitte keine Sporen außerhalb der infizierten Bereiche. Ja, dann gib mir so einen Schutzanzug und dann... Okay, jetzt haben wir 5 Fungusproben für Dr. Underhill. Wächst neben frischen Leichen. Was benötigen Sie? Nix, du hast geredet. Wächst neben Toiletten, wächst neben Fernseher, Treppen und Gruben. Okay, sorry, das war mein Handy. Dann... Hier unten riecht das so süß. Plötzlich habe ich richtig Hunger. Nein, hast du nicht. Der Fungus wohl schmeckt. Nein. Nein, Jesse, nein. Ich frage mich, ob die Jesse dann langsam den Verstand verliert. Oh, hi. Nice. Erhöhter Durchdringungszoom. So, das ist natürlich wieder das Falsche. Pinker Flamingo. Agenten bemerkten eine Person ohne festen Wohnsitz, die für gewöhnlich außerhalb des Hauptquartiers der Behörde zu finden war. Das Objekt bei sich trug und laut verkündete, dass sie über den Mangel an ungünstigem Wetter verantwortlich war. Die Häufigkeit der Behauptungen zog die Aufmerksamkeit von Dr. Darling persönlich auf sich. In Interviews, die als ungezwungene Gespräche getarnt war, berichtete die Person, dass das Objekt mir bei Hitze Wolken beschert und Sonne, wenn der Regen blärt. Ein bemerkenswertes Ereignis trug sich während schwerer Regenfälle zu, als der Vagabund dabei beobachtet wurde, wie er möglicherweise ein Ritual mit dem Objekt abhielt. Siehe bla 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 für weitere Details. Dr. Darling berichtete von einer sekündigen Wartezeit, bis der Regen aufhörte. Der Vagabund wurde am darauffolgenden Tag in Gewahrsam genommen. Nach ihm konnte keine festgestellt werden, sodass er freigelassen wurde. Das Objekt bleibt aufgrund des Verdachts auf gewandelte Eigenschaften in der Behörde unter Verschluss, obwohl dieser noch nicht bestätigt wurde. Keine bekannten Abwandlungen einer Identifizierungsformel hat bei dem Objekt bisher eine Regung ausgelöst. Juju, ein Flamingo. Wie komme ich jetzt raus? Alter, schock mich nicht so. Warte mal. All die sind Level 6. Bitch halt. Oha. Kann ich dich auch noch übernehmen? Wie sehen die denn aus?
Aber wie die da plötzlich standen hier. Sind das Menschen? Wahrscheinlich war das gar nicht geplant, dass die zu mir kommen. Was sind Menschen? Ich liebe den Sniper. Ah, da ist noch einer. Alter, der macht ja Damage da drüben. Da ist noch einer. So. Irgendwo ist noch einer. Oder noch andere. Hier ein Stuhl. Ah, fertig. Gut. Dann kann ich mal hier ein bisschen schießen. Dim. Gut. Kann ich da runter? Schon. Aber komme ich dann wieder hier hoch? Muss ich wieder hier hoch? Ich weiß es nicht. Ich muss ja irgendwie wieder zurück. Ich glaube, das war. Ah, nee. Oder? Doch, da ist noch ein. So. Kann ich hier einfach runterschauen? Ich bin zu weit gesprungen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss, ne? Einfach zu weit springen ist super. Ist doch voll doof. Gut. Danke fürs Zuschauen. Und ja, sorry für. Ja. Für das hier. Für das alles. Für den Fauxpas. Bis dann. Bye.